Herzlich willkommen zu unserem ersten Video der Firma Autopartner Marion Cars aus Hagen. Mein Name ist Christoph und ich möchte euch heute gerne erklären, was ist CARFAX? Wofür braucht man CARFAX und wie setzt man es ein? Wenn ihr euch ein amerikanisches Auto kaufen möchtet, gibt es viele Punkte, die ihr beachten müsst, die ihr vorab klären müsst, um das richtige Auto zu kaufen und Spaß zu haben. Dafür ist der CARFAX für euch unheimlich nützlich. Was ist CARFAX? CARFAX ist eine riesige Online-Historie oder eine riesige Online-Kartei, wo ihr jedes amerikanische Auto seit Mitte der 80er Jahre ungefähr finden könnt und online abfragen könnt. Ich sage bewusst jedes Auto, da ihr nur die 17-stellige Fahrgestellnummer benötigt, um online diese Abfrage machen zu können. Die 17-stellige Fahrgestellnummer findet ihr bei jedem US-Auto, wie auch bei jedem europäischen Auto, entweder in der Frontscheibe, meistens vorne links in der Ecke. Alternativ, wenn ihr die Fahrertür aufmacht im Einstieg, da sind ganz viele Sticker und Aufkleber, da findet ihr auch die Fahrgestellnummer. Oder bei vielen Autos irgendwo im Rahmen. Motorhaube aufmachen, am Dom. Und es gibt viele andere Stellen, wo ihr die Fahrgestellnummer finden könnt. Das Gute ist, dass diese CARFAX-Abfrage für jedermann zugänglich und abrufbar im Internet ist. Den Link findet ihr später, den poste ich euch noch. Was sind die Vorteile des CARFAX-Systems? Wenn ihr euch für ein amerikanisches Auto interessiert, könnt ihr online abfragen, ob das Auto einen Unfall hatte, einen Kleinschaden, einen großen Schaden, einen Totalschaden. Das sind drei Unterteilungen, die CARFAX macht, um Unfallschäden einzustufen. Welche Wartungsintervalle hatte das Auto und sind sie eingehalten worden? Wie viele Vorbesitzer hatte das Auto? Wo ist das Auto gefahren und benutzt worden? In welchem Staat der USA? Hat das Auto einen Wasserschaden erlitten oder ist es abgebrannt? Sind die Airbags ausgelöst? Oder. Das sind alles Sachen, die im CARFAX aufgeführt sind. Wie gesagt, um diese Sachen rauszufinden, benötigt ihr nur die Fahrgestellnummer und diese Abfrage kostet minimal Geld. Lass es 20 oder 30 Euro sein. Ist immer noch besser, als wenn ihr ein Auto kauft und setzt einen wesentlich größeren Betrag in den Sand, weil ihr ein Unfallauto kauft. Die Unfallschäden lassen sich hauptsächlich unterteilen in einen kleinen Schaden, das ist der Minor Damage, der große Schaden, der Major Damage und der Totalschaden, der Salvage Title. Dann wird das Fahrzeugdokument des Titles in einen Salvage Title umgewandelt. Somit ist das Auto als Totalschaden innerhalb der USA abgeschrieben worden. Dazu kommt ein separates Video, wo ich euch erkläre, was dann passiert, worauf man dann zu achten hat. Beim CARFAX gibt es unabhängig davon die Laufleistung, die bei jeder Inspektion oder bei jeder Wartung eingehalten werden und eingetragen werden. Dementsprechend habt ihr wunderbar eine Historie zum Auto, wann der Ölwechsel gemacht wurde und. Das ist alles aufgeführt. Die Anzahl der Vorbesitzer ist ebenfalls aufgeführt. Da ist sogar meistens aufgelistet, wann das Auto den Besitzer gewechselt hat, in welchem Staat ist es gefahren, welchen Zweck hat es erfüllt, was ein Privatauto, was ein Mietwagen einer Mietwagengesellschaft, was ein Leasingauto. Das sind alles Sachen, die ihr im CARFAX finden könnt. Da viele Autos aus den USA importiert werden, unter denen leider viele, viele Unfallautos sind, empfehlen wir als Firma Autopartner American Cars aus Hagen, jedem Kunden vorab eine CARFAX-Abfrage zu machen. Bei unseren Fahrzeugen, die wir hier bei uns importieren und verkaufen, könnt ihr davon ausgehen, dass alle Autos einen sauberen CARFAX haben, da für uns es ein absolutes Must-Have ist. Wenn wir in den USA ein Auto finden, das einen negativen Eintrag im CARFAX hat, ist das Auto für uns sofort uninteressant. Wir stellen jedem Kunden diese CARFAX-Abfrage kostenlos zur Verfügung und schicken sie per E-Mail oder übermittels auf anderem Wege, damit ihr bei eurem Kauf ein sauberes Auto kauft und ein schönes Auto kauft und ganz viel Spaß habt.